Hatte ich den gerade ernsthaft daneben geworfen? Das wäre schon hart traurig. Oh mein Gott, kostet das viel inzwischen schon zu renovieren. Aber wir sind ja auch schon relativ weit. Fehlt ja, glaube ich, auch nicht mehr viel. Mal gucken. Schmetterling. 10 von 15 Schmieden, okay, da ist noch Bedarf auf jeden Fall. Ist der renoviert? Ich glaube schon. Und da hinten können wir noch ein bisschen was renovieren. Da ist auch noch ein Buch, ein Aussichtsturm. Das klingt doch gut. Da haben wir, glaube ich, noch eine Meister-Assassin-Mission, das muss ich gleich mal machen. Wir haben viel zu tun auf jeden Fall, aber ich finde, diese Aufnahme haben wir schon viel geschafft und die ist noch nicht zu Ende. Es geht echt tatsächlich voran. Ich mag das ja ganz gerne an Brotherhood und Revelations. Das sind nicht so die Riesenspiele, die sind in absehbarer Zeit machbar. Wenn du so an Riesenspiele wie 3 oder Black Flag denkst, Black Flag Let's Play, das wird auch richtig lange dauern. Aber das wird halt. Da backt jetzt hier gerade ein bisschen. Das Black Flag Let's Play wird einfach Hammer. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich weiß nicht genau, wann das kommt. Als nächstes nach dem hier habe ich, was wahrscheinlich sogar noch tatsächlich chronologisch gesehen vor dem hier veröffentlicht werden wird, ist der DLC Freedom Cry. Also Schrei nach Freiheit. Das ist der Black Flag DLC. Der wird nicht lange dauern. Deshalb dachte ich, mache ich den so als kleines Mini-Let's Play. Heilungsdienste, Vorsorgeuntersuchungen. Außerdem bieten wir einen mobilen. So, 4 Schmiede fehlen noch. Ihr seht schon, was es langsam kostet, hier zu renovieren. Das ist echt heftig und das wird halt noch mehr. Aber andererseits, wir verdienen ja auch mehr, von daher hebt sich ja schon irgendwie auf. Trotz der aktuellen politischen Differenzen konnte ich einige Werte der Philosophen. Und 2001 Gold, ja, das eine Gold hat es jetzt gebracht. Hier war irgendwo ein Taubenschlag. Ah, da unten, okay. Sehr gut. Hier ist noch eine Kiste. Bringt uns nicht viel, nehmen wir aber mal mit. Bringt uns eigentlich gar nichts, weil Dampf ist voll bei uns. Ja gut, wenn man Bomben verbrauchen würde, dann würde uns das schon was bringen, aber machen wir ja nicht. So. Ich muss mal kurz gucken, wer noch irgendwie einen. Den wir noch einer Festung zuweisen können, glaube ich. Okay, die können noch nicht zu Meister-Assassinen gemacht werden. Das sind aber schon meisterliche Rekruten. Genau, ihr macht das mal. Das machst du alleine. Genau, so, die werden ausgebildet. Da müssen wir investieren. Das Geld haben wir im Moment aber leider nicht über. So, das. Oh, Moment, war da noch eine schön dicke Mission? Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Den Code knacken. Bäh, was ist das für ein Scheiß? Will keiner? Oh, oh, oh. Das klingt nach einer geilen Mission. So, das. Ja, könnten sie zusammen schaffen, aber dann kann ich sie der Festung nicht mehr, kann ich dir nicht mehr der Festung zuweisen. Machen wir die Festungszuweisung als erstes, würde ich sagen. Die war doch, glaube ich, da unten irgendwo. Ja, da unten, okay. Gut, aber einmal kurz das Buch.
Buch holen. Dann müssen wir wahrscheinlich da oben hin. Ah ja, ich sehe schon. Okay. Und ich dachte, mit dem Alter wird man ruhiger. Nee, Ezio nicht. Außerdem ist das so gerade ganz praktisch. Für Notfall haben wir jetzt nämlich ein Assassinsignal zur Verfügung. Wenn uns jemand arg ans Bein pinkeln möchte. Hier kommen wir irgendwie nicht hoch. Ganz komisch. Okay. Sehr merkwürdig, aber okay. Ah, jetzt. Hier kommen wir hoch. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Das war einfach. Tut zwar weh, hat aber funktioniert. Das ging schnell. Dann da unten, Meisterassassin-Mission. Wir haben keine Fallschirme mehr, kann gar nicht sein. Werden wir noch Fallschirme haben. Der wird schon noch sehen. Das heißt nichts Gutes. Können wir eigentlich seine neue Rüstung? Tatsächlich, gibt es. Cool. Aber das sind irgendwie alles schwere Waffen hier. Mach mal voll. Mach mal voll. Verzeiht, ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug habt. So, das erste Rüstungsset haben wir fertig. Unsere Gesundheit freut sich. Entschuldigung, Entschuldigung. Wo liegt denn das Problem? Beinahe die Wachen angerempelt, das hätte schief gehen können. Machen wir Medizin auch nochmal voll. Haben wir das auch erledigt. Hier habe ich immer ganz gerne die Pistole ausgerüstet, aus offensichtlichen Gründen. Ha, hier gibt es auch ein Buch. Können wir ja eigentlich gleich mal mitnehmen, wenn wir ohnehin schon hier längs kommen, finde ich. Oh, ein Animus-Fragment, auch gut, komm her. Ha, eine Desmonds Reisemission freigeschaltet. Ich war gerade echt nicht sicher, ob das funktioniert, weil die Mauer ist so, ja, kaputt. Das hätte genauso gut nicht klappen können. Ich hatte keine Ahnung, ob man hier hochklettern kann. Ich habe es einfach mal blind probiert. Ach, passt schon. Die Polo-Symbole, Aquädukt. Schauen wir nochmal. Wie gesagt, an Hauswänden und dergleichen sind die eigentlich nie. Ach, guck mal, da sieht man im Adlerauge auch die Laufrouten von den Wachen. Das ist ja mal geil. Sehr cool. Oh, wie viel mal geht das nächste Polo-Buch? Müssen wir nicht zwingend, die sind nicht zwingend erforderlich, das sind Nebenmissionen, aber hey, sie bringen A, Geld und B, wenn wir eh schon dran vorbeilaufen, können wir die auch machen. Die Meister-Assassinen-Mission ist da, wir jetzt ja nur Stufe 10er Rekruten gerade da haben, logischerweise eine, wo wir einen Rekruten zum Hauptmann einer Festung ernennen dürfen. Das hätten wir vielleicht auch schon ein bisschen eher machen sollen, weil die brauchen immer noch eine ganze Weile, bis sie Level 14 sind. Es kann sein, dass wir gestern schon die Meister-Assassinen-Rüstung kriegen.
Man kriegt die entweder, wenn man alle Rekruten zum Meisterassassin ausgebildet hat oder wenn man alle Festungen mit Rekruten bestückt hat. Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, wenn man alle zum Meisterassassin gemacht hat. Bin mir aber tatsächlich nicht hundertprozentig sicher. Wir werden es aber in absehbarer Zeit erfahren. Nämlich, wenn wir diese Mission da gleich fertig haben. Wenn wir sie da nicht haben, wissen wir, wie wir sie kriegen, weil das ist definitiv die letzte Festung, die wir noch bestücken müssen. Ich kann mal kurz gucken, ob wir Geld abholen können, wenn wir schon an der Bank vorbeilaufen. Nein. Keine Sorge, ich bin an den meisten Tagen hier. Kommt, Freunde, in dieser Woche bekommt ihr meine Arbeit quasi geschenkt. Ich würde sagen, hier muss irgendwo Zugang zu unserer Festung sein. Können wir mal kurz gucken. Okay, ich wollte gerade mal auf das Assassinen-Herausforderungsbrett gucken, aber nun gut. So. Rekrut. Mentor, habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe eine Bitte. Ich bin gespannt, Sie zu hören. Ein hiesiger Drucker erhielt heute eine Drohung, die wir ernst nehmen sollten. Ich glaube, die Templer wollen ihn verstummen lassen. Ich würde seine Gegner gern herauslocken, indem ich vorgebe, ihn an einen anderen Ort zu geleiten. Und wozu braucht ihr mich dabei? Ihr sollt die Verfolger verfolgen. Wir gehen ganz offen, während ihr unentdeckt bleibt. Molto bene. Vernachlässigt nicht eure Gesundheit. Was kann außer eurer Seele schon gehen? Klingt nach einem Plan, finde ich. Bleibt in der Nähe und tötet alle Templer, die ihr findet. Sie könnten überall sein. Das ist doch genau mein Stil. Na, das ist aber wirklich mal dreist. Dreist, talentiert. Okay, der Drucker darf mich nicht sehen. So, wir sollen während der Verfolgung auf den Dächern bleiben. Bitte verschont. Ich bin nur ein einfacher Mann. Ein Mörder. Kann man denn nicht mehr entgegen? Das Schöne ist, wir haben 20 Armbrustbolzen, 10 Pistolenkugeln. Wenn wir nicht gerade runterfallen, sollten wir eigentlich mit dem, was uns hier entgegengeworfen wird, fertig werden können. Verschont mich. Ich bin nur ein einfacher Mann. Los, zeig's mir! Die gute Armbrust. Wir haben auf jeden Fall kein Zeitlimit beim Töten, weil unser Rekrut auch mitkämpft. Das macht's natürlich einfacher. Hoho, da wären wir beinahe runtergepurzelt. Er wird sich umbringen. Hier hatte ich jetzt irgendwie mit den nächsten Zielen gerechnet. Immer vorsichtig runterschielen, hier hinten aber auf jeden Fall spätestens wieder. Nicht? Ah, da sind sie doch. Ich habe nichts damit zu tun. Ich bin nur ein einfacher Mann. Mein Gott. Funktioniert doch super. Mann, bitte töte mich nicht. Ich würde sagen, wenn die da längst laufen, dann kann ich nicht auf den Dächern bleiben, aber die laufen hier längst. Sehe ich hier schon irgendwo Wachen stehen? Nein. Ja, keine Ahnung, wo ich eine Kiste plündere. Oh Gott, sind das viele. Ich bin nur ein einfacher Mann. Sehr gut, läuft doch ganz gut. Wie ich finde. Auf jeden Fall noch nicht das optionale Missionsziel verkackt.
So, schnell Sichtkontakt wiederherstellen. Haltet ein, Assassine. Auf diesen Mann ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Ich werde nicht schweigen. Niemals! Ist die optionale Vollsynchronisation jetzt gescheitert? Eigentlich nicht, ne? Weil wir haben während der Verfolgung auf den Dächern geblieben. Bleibt hier, bleibt versteckt. Mein Assassine braucht Hilfe. Das lief nicht ganz wie geplant, aber das ist ja normal bei der ersten Mission. Das kennen wir ja schon. Was ist geschehen? Wer war dieser Krieger? Ein rechter Hühne, nicht? Nie sah ich die Templer mit solch brutaler Gewalt vorgehen. Heute konnte ich ihn besiegen, aber wirklich nur knapp. Seid wachsam. Der kommt zurück. Da ist von auszugehen. Okay, wir kriegen die Meisterassassinen-Rüstung jetzt schon. Guckt euch die mal an. Und guck mal auf unsere Gesundheitsleiste. Ist die Rüstung nicht hammergeil? Boah, wir haben sie tatsächlich gekriegt. Wie heftig. Okay, die Rüstung, Ezios Rüstung wird dann automatisch wieder auf blau gefärbt, sehe ich gerade. Ich dachte, man könnte die vielleicht auch noch färben, aber scheinbar nicht. Gefällt mir aber sehr gut optisch. Okay, so, mediterrane Verteidigung, Alexandria. Können wir in Alexandria noch irgendwas machen? Nein, Aligeia. Okay, ist in Arbeit, ist in Arbeit. Ich kam die Zeit, die man dafür braucht, auch schon irgendwie sehr kurz vor. Das lohnt nicht. Das würde lohnen, ist aber auch in Arbeit. Okay. Gut, für jeden 1400 EP, das kann man schon mal machen. Gut, an dieser Stelle mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Wir haben viel geschafft, wir haben Rekruten ausgebildet, wir haben renoviert, wir haben synchronisiert, wir haben ein bisschen Story gemacht, wir haben Nebenmissionen gemacht, wir haben einen weiteren Assassinenschlüssel gefunden. Das Symbol da oben, das Sophia-Symbol, wird jetzt die entsprechende Erinnerung von Altair im Galata-Bezirk sein. Und damit wird dann auch diese Sequenz enden. Die Sequenzen enden immer als letztes mit diesem Schlüssel. Aber das werden wir nicht in dieser Aufnahme machen, das werden wir erst in der nächsten Aufnahme machen. Ich zeige hier noch einmal schön in der Panoramasicht gerade nochmal die Meister-Assassinen-Rüstung, eine der geilsten Rüstungen, die es dort in Assassin's Creed gibt. Finde ich, dieses Golden sieht einfach unfassbar stylisch aus. Auf jeden Fall, ich hoffe, die Folgen haben euch gefallen. Ich werde jetzt erstmal fix verarbeiten, da ich im Moment ein bisschen mehr Zeit habe, wahrscheinlich heute nochmal so genauso viel aufnehmen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme von Assassin's Creed Revelations wieder. Bis dahin, haut rein, Leute!